Heute bin ich am Stelle im Garten hier im Haus, denn ich habe ein kleines nettes Paket bekommen und das möchte ich mit euch ein bisschen genauer anschauen. Ist dann doch etwas Besonderes und ja, ich finde es eine super Sache, was hier jetzt in dem Paket zum Beispiel drin ist. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ja, um euch nicht lange auf die Folter zu spannen, das Paket kommt von den Waldgeistern, also dem Permakulturverein. Die haben da so eine, ja, so ein Paketchen schicken wir gerade rum, in dem jetzt hier mehr oder weniger Saatgut ist, was wir nicht brauchen. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal genauer an, weil ich finde so eine Aktion richtig interessant und cool, einfach mal sein Saatgut an andere Leute weitergeben. Wenn man zu viel übrig hat, dann kann man das einfach hier reinwerfen und derjenige, der das halt haben möchte, der nimmt sich einfach das, was er braucht und gibt dann wieder was dazu. Und ja, vielleicht mache ich da auch immer mal so eine Aktion mit euch, meinen Zuschauern. Das ist aber eine sehr interessante Sache. Also ganz kurz, also hier jetzt liegt zum Beispiel ein Zettel und ja, da steht einfach nur drin, wie es halt abzulaufen hat. Da gibt es zum Beispiel eine Liste, die sie erstellt haben. Zum Beispiel der Daniel hat ein Video gemacht, wo alles nochmal erklärt wird. Da kann man sich zum Beispiel auch online eintragen, wer dann als nächstes kommt. Da kann man auch eine kleine Inventarliste von seinen Saatgut machen, wenn man die Zeit und Muße hat. Und sonst gibt man es halt einfach so lange weiter, bis ja, das Paket wieder bei den Waldgeistern sozusagen zurückgekommen ist. Und die Links, die jetzt hier auf dem Zettel ja, drauf sind, die werde ich auch euch in der Videobeschreibung verlinken. Dann könnt ihr vielleicht noch eintragen, denn ich werde das Video auch relativ zeitnah online stellen, damit vielleicht noch mehr Leute mit dazu stoßen. Ist immer eine schöne Sache, einfach Saatgut zu tauschen. So kommt man auch an sehr interessante Sorten. Sonst schaue ich es mir jetzt ein bisschen so an. Das übliche Packungszeug. Dann das erste Saatgut ist, haben wir Halloween-Kürbis. Okay, hatte ich auch welche und naja, ist eine nette Sache. Muss jetzt für mich jetzt nicht unbedingt sein. Dann haben wir hier Spinat-Matador. Eine ganze Packung, also kann man sich auch recht bedienen. Also Spinat habe ich zum Beispiel nicht, das lege ich mir mal zur Seite. Dann Fuchsschwanz, ja, schöne Pflanze, ist jetzt aber auch nicht so mein Fall. Dann haben wir hier, oh, das ist schon mal sehr interessantes Wildblumenwiesensamen, also Getreidemotto, wer Liebe sät, wird Liebe ernten. Diese Blumensamenmischung wurde speziell aus einheimischen bunten Arten zusammengestellt, um viel Nektar, Pollen für Bienen sowie andere Insekten zu spenden. Und ich bin ja auch dabei, meine Wildblumenwiese aufzuforsten. Das lege ich mir jetzt auch nochmal zurück. Ist eine recht schöne Sache, vor allem mit einheimischen Blumen. Da suche ich immer wieder was, dass sie selbst aussehen. Dann haben wir hier eine nette eigene Verpackung. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ob das zu hell ist. Das ist jetzt Wildsalat aus Griechenland. Dieter Schliever, okay, sehr interessant, aber schon Salat, oh, hier ist ja richtig viel drin. Dann auch mal eine ganze Tüte Hokkaido-Kürbisse, also ja, wenn man mal Samen von einem Hokkaido hat, dann hat man wirklich genug, kann man dann sehr gut weitergeben. Dann haben wir hier auch nochmal Boric. Auch sehr schön für Wildblumen gedacht. Eine sehr schöne Pflanze, kann man sogar noch essen. Das ist auch recht schön und hat auch sehr schöne blaue Blüten. Dann haben wir eine rote normale Tomate, eine Tigertaschenmelone hatte ich ja auch letztes Jahr gehabt, die Rich Sweetness zum Beispiel. Und dann haben wir hier noch ein Zierkohl, habe ich noch nie gehört. Interessant. Dann
haben wir hier noch Muscatella-Salbei. Okay, habe ich auch nicht gehört. Auch sehr interessant, was hier eigentlich für ganze Sachen drin sind. Flohsamenschalen. Interessant. Also da werde ich mir jetzt auch mal einen genehmigen. Nutzen ja viele Leute für die Darmreinigung. Also das ist auch sehr interessant. Aus Saaten März bis Mai. Ölfrucht mit schwarzem, ballaststoffhaltigen Samen. Kann man ja ein bisschen probieren. Dann haben wir hier noch eine Malve. Schaut sehr interessant aus. Okay. Dann haben wir hier einen Kaffeefilter. Auch nochmal Salbei. Eine wilde Rauke Rucola. Und nochmal ein Hokkaido-Kürbis. Also, wie gesagt, Kürbis kann man anscheinend nie genug haben. Dann haben wir hier noch eine Einlegegurke. Auch recht interessant. Von Aussaat bis Mai, Juni. Ist aber jetzt auch nicht so mein Fall, weil Gurken habe ich jetzt genug. Nochmal ein Kürbis. Also ihr habt echt ganz schön viele Kürbis. Berries schon. Dann haben wir hier nochmal ein Kürbis Rondini. Puffbohnen. Auch sehr interessant. Die auch wahrscheinlich übrig geblieben sind. Dann haben wir hier nochmal einen Kürbis Blue Hubbard. Also ganz schön viele Kürbisse bei euch im Anbau. Also muss man schon sagen. Dann Lauchzwiebel und eine ganze Packung voller Markterbsen. Und was haben wir hier noch? Ein Cherokee-Salat. Ne, Chicory. Entschuldigung. Falsch ausgesprochen. Die Cherokee-Indianer waren ein Stamm. Kolbenhirbis für Hirse, Kolbenhirse für Vögel. Und dann haben wir hier noch Bauerntabak. Also für die Leute, die ja, rauchen, ist jetzt auch nicht so mein Fall. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Zwiebelmix. Auch eigene Zwiebelsamen genommen. Und ups, da ist die Kiste heruntergefallen. Verdammt. Und Schwarzkümmel ist hier noch dabei. Dann Winterheckenzwiebel. Kenne ich gar nicht. Was ist eine Winterheckenzwiebel? Ah, das sind so für mich wahrscheinlich so Frühlingszwiebel oder ähnliches. Wird jetzt bei uns genannt. Okay, auch sehr interessant. Dann haben wir hier noch einen weißen Senf als Gründünger, auch sehr zu empfehlen. Und was haben wir hier noch drinnen? Das ist runtergefallen. Das sind die letzten Samen. Hier Endiviensalat, auch für den Winter sehr gut geeignet, für den Herbstanbau. Nochmal Senf und jede Menge Rucola. Ja, schon ganz schön viel. Und was jetzt auch noch in der Kiste ist. Da sind jetzt noch einige Flyer. Schauen wir uns jetzt auch mal genauer an. Permakulturverein Die Waldgeister e.V. halte ich jetzt auch mal in die Kamera. Das ist dann doch sehr ein schöner Flyer. Diewaldgeister.de, ihre Webseite. Und das ist ein recht schöner Flyer, wie ich finde. Da werden wir jetzt ein paar mehr nehmen und die auch bei mir ein bisschen mit verteilen und einfach aufmerksam zu machen. Also wenn man jetzt hier, dass jemand das sehen kann. So ein recht schön gestalteter Flyer. Sehr interessant. Mit schönen Bildern. Dann da wurde hier Permakulturverein ist. Ich weiß zum Beispiel von dem Video, dass die auch Terrassen und Hanglagen haben. Das ist aber ein richtig schöner Flyer. Also zum Beispiel die Prinzipien der Permakultur. Beobachte und nimm teil. Lasse Selbstregulierung zu. Erziele einen Ertrag. Verschwende nichts. Und es ist sehr lustig, dass da jetzt ein kleiner Junge steht, der auf eine Pflanze pinkelt. Nutze und schätze erneuerbare Ressourcen, sammle und speichere Energie,
gehe vom Muster hin zum Detail, beziehe ein, statt auszugrenzen. Das ist auch ein sehr wichtiges Permakulturprinzip. Also wie gesagt, die Permakulturprinzipien sind ja nicht nur Garten. Finde kleine und langsame Lösungen, reagiere kreativ auf Wandel, nutze Randzonen und schätze Übergänge und nutze und schätze die Vielfalt. Ja, wie gesagt, also Permakultur ist ja nicht nur Garten, das ist ja auch ein Bezug des Menschen mit in die Natur und der Gesellschaft, das gehört ja auch mit alles dazu. Im Jahr 2018 wurde der Verein gegründet mit dem Motto, sich selbst ein Paradies zu schaffen, das ist wirklich schön. Und der Permakulturgarten hat 2700 Quadratmeter, das ist wirklich ein gutes Stück, da muss ich jetzt sagen, wirklich ein, ja, so fährt ich jetzt auch gerne. Also da kann man wirklich sich ausleben und schön was machen und unser Wissen über Permakultur und Bokashi, Terra Preta, effektive Mikroorganismen, Aktivkohle und Kompost geben wir in Workshops und Vorträgen weiter. Zusammen organisieren wir einen Stammtisch, führen Schule- und Kindergärtenprojekte durch und bringen uns im Bereich der Umweltbildung aktiv ins Dorf ein. Also wie gesagt, die Videos von Daniel, die schaue ich wirklich sehr gerne, die sind sehr informativ, sehr empfehlenswert. Den Kanal verlinke ich euch natürlich auch, wenn ihr ihn nicht schon bereits kennt. Wunderbare Arbeit, muss ich sagen. Am Stammtisch war ich dann auch letztes Mal dabei, da haben wir 4 Stunden lang geredet oder so. Das ist, ja, wie gesagt, ihr macht eine wunderbare Arbeit, freut mich sehr, auch eine, ja, bist eine kleine Inspiration, beziehungsweise ihr für mich, dass ich da auch weitermache und ja, machen wir gemeinsam, ja, ein Paradies. Ah, ihr seid in der Nähe von Fulda, wie ich hier sehe. Also da kenne ich auch zum Beispiel einen, der in Fulda wohnt. Also dem schicke ich auch mal die Kontaktadressen zu. Nachdem wir uns jetzt das Päckchen etwas genauer angeschaut haben mit dem Flyer und dem Saatgut, werde ich jetzt auch natürlich ordentlich mein eigenes Saatgut reinbringen. Ich habe so viele Melonen und Tomatensamen, die ich jetzt einfach mitgeben werde. Auch Paprika jedes Jahr so viel gezogen, Kürbis natürlich auch. Aber beim Dyson-Kürbis den werde ich auch mit dazulegen. Und ja, einfach nochmal so ein kleines Starterpaket für Leute, die jetzt erst mal anfangen mit dem Garten. Ich habe auch alte Tomatensorten, ich habe ja auch eine eigene Saatgutliste, verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Und da werden wir jetzt erstmal, ja, das Paketchen noch weiter schön füllen. Mein Saatgutpäckchen ist jetzt nun fertig. Habe jetzt hier viele verschiedene Sachen zusammengepackt. Ein paar Kräuter, Zwiebeln, rote Beete, viele verschiedene Melonen, Tomaten, Paprika, Chili. Also die ganze Bandbreite, auch Sachen, die ich jetzt übrig hatte, wie zum Beispiel Kürbis und ein paar Bohnen, die ich geschenkt habe und ein paar tropische Sachen sind auch mit dabei. Und ja, das sind jetzt ungefähr 50, ja, Samensorten in dem Zusammenhang und freue mich da schon richtig, euch bzw. einen Teil beizutragen, damit mehr Menschen, ja, ein Teil mit der Natur werden. Dieses kleine Päckchen hier wird auch bald auf Reisen gehen. Jetzt alles nochmal zusammentragen. Dann nochmal in die Liste schauen, die ich natürlich euch unten in der Videobeschreibung verlinken werde. Wer der nächste oder die nächste Glückliche ist, die das Saatgut, ja, sich durchschauen darf. Wie gesagt, ich finde das eine super Aktion, diese Saatgutboxen und dass man einfach so sein Saatgut tauscht, ist wirklich sehr wertvoll. Damit möchte ich es aber jetzt auch belassen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr auch den Kanal kostenlos abonnieren und bitte dabei auch noch auf die Glocke drücken. Werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und dann freue ich mich auch natürlich, wenn ihr, ja, einen Kommentar hinterlässt, Freunden, Bekannten, Familien von mir und meinem Projekt erzählt und es auch auf Social Media Plattformen teilt, damit immer mehr Leute sich der Natur widmen, der Kanal weiter unterstützt wird und ich für euch weiterhin Videos machen darf. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Die Vögel zwitschern noch, den schaue ich jetzt noch ein bisschen zu und genießt einfach, ja, den Moment, sage ich mal. In diesem Sinne, sehen wir uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin. Ciao.